Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich lese euch mal Psalmen vor. Und zwar aus der Volksbibel meines lieben Freundes Martin Dreyer und dann auch noch aus der Elberfelder Übersetzung. Und ich fange mal hinten an mit Psalm 150 und irgendwie schaue ich dann mal, ob ich das per Zufallsgenerator dann ausknobeln kann, welche Psalmen ich dann weiterhin vorlesen werde. Also Psalm 150, damit fängt es an. Danke Gott, du bist der Größte. Sagt ihm das im Tempel. Er hat die Macht, Gott kann alles, ist der Chef im Himmel. Bedankt euch bei ihm, weil er krasse Sachen getan hat. Er kann alles. Nichts ist unmöglich. Er hat die Macht. Sagt ihm Danke mit verzerrter Gitarre und Verstärker, noch krasser und härter mit E-Bass und lautem Verzerrer. Macht Musik für ihn mit der fettesten Drum Machine. Pogo und Breakdance mit lautem Bass-Solo gefallen ihm. Schlag auf die Becken, bring die Hi-Hat zum Vibrieren. Alles, was atmet, soll mit lauter Stimme Gott ehren. Danke Gott, ja, du bist als der große Chef immer da. Du bist gigantisch gut. Man ruft dann auch Halleluja. So, das jetzt in der Version, die vor allem die Jugend versteht und die mir sehr gut gefällt, weil sie das, was in den älteren Übersetzungen immer wieder so zutage tritt an sprachlichen Formulierungen, einfach ergänzt und komplementarisiert. Psalm 150 in der Elberfelder Version. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, lobt ihn mit Posaunenschall, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit klingenden Becken, lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was Atem hat, lobe Jahwe. Halleluja. In diesem Sinne euch allen einen wunderschönen Tag. Die Psalmen.